Grüß euch, liebe Leute, und da ist der Peter von Leimis Werkstatt. Ich bin gebeten worden, die Tischplatten wieder ein bisschen zu restaurieren, beziehungsweise es ist da dem Besitzer ein kleines Malheur passiert. Er hat da irgendeine Putzmittelflasche draufstehen gehabt und der war feucht mit Putzmittel, schätze ich einmal, und mit ein bisschen Wasser. Und jetzt hat sich da ein Fleck gebildet. Ich werde die Platten abschleifen und neu lackieren. Nur zur Info, den Tischplatten oder den Tisch habe ich selber gemacht. Das Material, was da drinnen ist, das ist Ahorn, das helle, und der dunkle ist Nuss, amerikanische Nuss, lackiert, und zwar nicht mit einem Lack auf Wasserbasis, weil der ist jetzt da oben, sondern ich werde mit einem Zweikomponentenlack, Burlack, lackieren. Also den Fleck wollte ich euch ja noch zeigen, gell? Da ist der Fleck. Ich habe das Bild, glaube ich, schon mal auf Instagram gepostet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich habe eine Donau nummeriert. 1, 2, 3, 4. Nein, 1, 2, 3, 4. Damit ich die Tischplatten so aufschrauben kann, wie sie aufgekehrt.
Tisch ist jetzt fertig. Fertig lackiert mit einem 2-Komponenten Burlack. Ich habe ihn zweimal lackiert, also einmal grundiert und dann zwischengeschliffen und dann auch nochmal lackiert. Und jetzt schaut er wieder sehr schön aus. Vom Lackieren her, das Grundieren, das hat mir nicht ganz gepasst. Es war auch mein Fehler. Ich habe da zu viel Härte dazu dann zum Lack und der Spritzdruck war ein wenig zu wenig. Jetzt ist ein bisschen wenig rausgekommen, aber es hat dann trotzdem noch gereicht zum Zwischenschleifen, dass das wieder schön geworden ist. Das zweite Mal lackieren passt auch. Es ist teilweise ein bisschen rau geworden, aber mit dem kann man einen Trick behelfen. Und zwar, man nimmt ein Furnierblatt, legt es da auf, es muss natürlich sauber sein, das Furnierblatt, man legt es da auf und dann streicht man da ein wenig drüber. Super, perfekt. Das Ergebnis, das passt mir so. Natürlich ist auch nicht der geeignetste Ort, wo ich lackiert habe. Ist auch ganz klar, ich habe keinen Lackierraum. Jetzt muss ich mich natürlich irgendwie behelfen. Es funktioniert, ich habe auch das Bootmöbel. Das Video dazu verlinke ich euch oben im Eck. Habe ich genauso dort lackiert und das hat auch super funktioniert. Ich sage dann recht schönen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir bitte ein Abo da. Einen Daumen würde mich auch gefallen und natürlich das Kommentar nicht vergessen. Da würde mich recht gefallen drüber. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Projekt. Euer Peter von Leimis Werkstatt. Baba!